Die letzten sind gleich. Erstens. Keine Ahnung, was ich gerade. Moment. Jetzt muss ich denken, das tut weh. Gar keinen Sinn, was wir jetzt eingreifen. Ich rätsel gerade hier nur. Ja, das könnte noch ein bisschen dauern. Es gibt doch mal 10 Folgen vor oder so. So 5-6 Stunden, ne? Ersten zusammen wie die letzten beiden. Die letzten sind gleich. Viere die ersten scheiden. Ach Moment, viere die ersten. Oh. Okay. Beiden einfach in Reihe, dann hast du die dritte. Vier, die ersten scheiden. 1, 5. Moment, 1, 5, 7, 7. Eins. Keine Ahnung, was ich da jetzt überhaupt zusammenbastle. Ne, Moment, das kann ja gar nicht sein. Ach, was mach ich denn jetzt? 7, 7, 7. Nein, hä? Ja, 0, 0, 0 ist es bestimmt. Ach, wie war denn das wieder? Moment. Mir gibt auch 14. Was rechne ich da überhaupt? Ich hab keinen Plan, was ich da überhaupt zusammenrechne. Erstens zusammen wie die letzten beiden. Letzten sind gleich. Viele die ersten scheiden. Da habe ich schon. Nimm der zweite auf ihren Reihenplatz, dann hast du die dritte. Das ging noch ratzfatz. Keiner von ihnen kann sich gerade in den höchsten 3 versuchen, wirst du es kennen. Nein, will ich nicht. Nicht mal annähernd. 1, 5. 1. Mathe, ich mag Mathe, aber ich kann es nicht. Moment. Also 1, 5, 7 war es nicht. 3. Nee, hä? Rätsel sind böse. Können doch ein bisschen dauern. Ich soll mir vielleicht doch noch einen Stift holen. Da muss ich jetzt aufstehen, da will ich nicht. Das ist mir zu anstrengend. Die ersten sind zusammen wie die letzten beiden. Die letzten sind gleich. Viele die ersten scheiden. Die zweiten einfach ihren Reihenplatz. Dann hast du die dritte, das ist nur ratzfatz. Hier. Mach es uns doch ganz einfach. Oh, bin ich blöd. Das tut dir schon fast weh. Ja, viere die ersten scheiden. Es ist natürlich unmöglich, dass die erste Zahl größer ist als die zweite. Das geht gar nicht. Das ist ausgeschlossen. Gott. Ich hätte wahrscheinlich nur eine Stunde dran geguckt. Tu es besser, die. Ja, ich bin so frei und nehme einfach mal die Komplettlösung. Wem sich gefällt, naja, der kann ja. Meine Mine. Der kann gehen, ne? Dort war immer auch Verteidigungsanlage. Der hat liegen, eines darunter liegenden Bergwerks. Das passt so gut ins Bild. Erinnern wir uns. Marsherren sind gekommen, diesen Planeten zu plündern. Schildern Sie mir durch einen gefühligen Romantiker, aber diese Hallen verstürmen den Hauch des Leeren. Schwätz einstellen! Verfolgung fortsetzen! Ah, ein Rückseil! Schön. Kisten sind leer. So, wo komme ich denn da hin? Von hier aus kann man einen atemberaubenden Blick auf den Gang. Ach so. Schlage ich einen Zugang. Scott Doodle ist vor dem Fenster.
Nehmen sie doch einfach von der spielerischen Seite, toll. Was haben wir da so? Ah! Prinzipiell! Transportabel! Achso. Toll, kann ich es auch benutzen? Muss ich das nicht sogar benutzen? Soll ich denn davon halten? Allmächtiger. Burschen haben wir tatsächlich vor, sich Luft zu jagen. Eine Bombe? Lass sie sich entschärfen? Sie mit einem Zeitzünder versehen. Soll offenbar alles vernichtet werden. Hey, 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 Infanie! Ich verschluck schon wieder Buchstaben, weil das Gefühl. Glücklicherweise hat man es unterschätzt. Wir haben den Kürcode Russia als erwartet entschlüsselt. So, ich habe noch ein paar Minuten, bis es knallt. Ich mag's, wenn's knallt. Schnell, dann ziehen Sie mir eine Brecheisen, damit ich eine Zündmechanismus gelangen kann. Beeilen Sie sich, dann sind wir übrigens vorhin. Ein Brecheisen, auch Kotzstahl genannt. Bohren, bohren für die Herren. Ich sagen soll, dass man gar nichts wertvolles zum Abbau mehr ist. Ach was, ihr seid gerade so glücklich. Ja, von diesen Känguru schon enthalten haben wir irgendwo, das ist rausgeschlagen. Wir haben übrigens nur noch 4 Minuten und 41 Sekunden. Wirst du im Stich lassen? Niemals! Was hat er denn, Kerl? Er ist gegangen, Dina allein. Ja, ja! Werd ich mal nicht rüssig! Wo ist sein Arm? Mein Arm? Gott, Schatz, was hat der Arm Mann gemacht? Mann! Ein kopfloses Hühnchen! Will doch nicht! Das Geräusche brüllen! Ich hab meinen Kopf. Sind die Herren, bleiben die Befehle. Brecheisen war ja irgendwas, ne? Soll ich vielleicht mal... 4 Minuten, liebe Freunde. Vielleicht sollte ich mal... Bleib im Licht! Ja, bleibt im Licht. Müsste recht einleuchten, ist ja Rodin mag. Ja, man stopft hier was rein und... Wieder in die Söwen! Kohlegetriebe, Kraftquelle, Fortschritt funktioniert auch geil, ohne flatterhafte Elektrizität. Es ist noch mehr als fraglich, ob wir in diesen ausgelaugten Hallen noch etwas Kohle auftreiben können. Was ist das, Finn? Ich habe gerade ganz andere Sorgen. Was soll dieses Gerät in Betrieb nehmen? Aus Neugier, Teuste. Rein schon aus Neugier. Ach ja, ich musste noch... Läufe schwer! Willst du kein Stück? Bewegung im Gegensatz der Schienenführung erscheint mir in der Tat ein Akt der Unmöglichkeit. Pa! Details! Ja... Haben noch! Klein Kohle ist aufgetrieben! 3 Minuten, liebe Freunde. Bewegt sich kein Stück. La 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 la. Schweiß. Nein, mit der Kohle! Aber natürlich, Eisenstampfformer. Natürlich! Ofen hat ein Eisenstampfformer an. Die Apparatur werden gewisse Ersatzteile und Arbeitsgeräte für den Bergbau hergestellt. Also nur etwas Eisen zu führen. Oh, wie fortschrittlich. Was haben wir her mit der Brechstange? Stemmeisen. Ja, Stemmeisen. Bombe, also nein. Wenn ich schon genügend hätte, die Reichtümer des Bodens zu plündern. Was ist das denn ausgestaugt? Dann der Kadaver fallen lassen werden. Was auf der Erde blüht? Wahrscheinlich. Stemmeisen. Halt diese Kleinigkeit so gut erledigt. Kleid sie zurück. Beziehungsarbeit. Die Bombe ist der Chef. Nicht zu früh, ich merken möchte. Los, Ihre Leistung, Herr Professor! Alle Regeln der Kunst entschärft die Bombe. Leere Loren, leeren, leere Lagerstätte. Alles abgebaut! Wie? Oh Gott. Vielleicht können wir es jetzt schieben. Nein. Könnten wir hier nicht noch irgendwas machen? Nein. Ich glaube, ich komme auch jetzt noch nicht da rein. Ne? Scheinbar nicht. Der ist auch nicht mehr so lebendig, möchte ich mal sagen. Was ich sagen möchte.
Bitte. Kann ich noch was draufschmeißen? Nein. Ist es nur ein hochentwickeltes Transportband da? Leer. Ah, kann ich es von unten schieben? Nein. Nein, nein, nein. Hier gibt es nichts mehr, wie es aussieht. Hier noch was? Nicht. Vielleicht unter diesen riesigen Steinhaufen. Da ist bestimmt noch Gold versteckt. Oder auch nicht. Also aufwärts. Ah, geschafft! Scheint an Basis eines imposanten Turmes zu stehen. Turm zu Babel. Hey, Turm, wo denn? Ah, der Turm! Was blitz? Sehr was? Das ist aber ein kleiner Turm. So bitte. Sehr lächerlich. Ich habe schon größere Türme gebaut, aber ich 3. Nennt sich Turm von Babel. Ist dann zusammengefallen wegen mangelnder Materialien. Mangelhafter Materialien. Was soll man von ein paar Wilden noch erwarten? Keine Scheinen sich, aus dem Staub machen zu wollen! Hinterher! Wie? Schau das Fenster fest, verschlossen! Dein Hilfe-Werkzeug! Hilfe? Hilfe. Moment. Vielleicht. Hilfe? Weiß nicht, Hilfe? Keine Ahnung. Kennen wir mit Rechtschreibung nicht aus. Ich weiß nur, dass Standard mit D am Schluss geschrieben wird. Außer man möchte Standarde schreiben. Dann wird es mit T geschrieben. Werkzeug. Komm her, du Werkzeug. Gesehen? Nehmen Sie das ja nicht mit. Klar, die kommen nochmal wieder. Mach dir keine Sorgen. Ich brauche Werkzeug. Wo ist Ihr Werkzeug? Reiß die Nieten raus. Voll lauter Wut. Seht nur. Stehen geblieben! Ich sehe, es hat ja meine Gedankenfalle als entschlüpft. Dann habt ihr sicher auch einen Anteil an der Erstürmung der wertlosen Festung. Feste. Wertlos? Pumpen sich zu einem Almgemach und noch als schlechter Verlierer, mein Herr. Einfallspinsel! Bei all euren kleinen Talenten könnt ihr doch nie eure Erbe verleugnen, Anfenrot. Meint ihr, mich habe lediglich ein wenig Kohlenstaub auf diese Kugel gezogen? Ha! Ja, ahnt nicht einmal, was in diesem Boden entrissen habe. Sollen diese erneuungsbeladene Geplage? Ich bin gerade überfordert mal wieder. Lange klar nix! Du wirst wie all die anderen an dieser Unwissenheit zugrunde gehen. Und nun sage ich lebwohl, kleine Feinde. Will ich kämpfen, Schurke? Zu auslöschen, was meine Pläne wurde nicht zu gefährden vermag. Ich kenne viele eidene Schafe. Ich belasse euch eure Ohnmacht. Den kümmerlichen Rest eurer Art hole ich mir wieder heim. Ich nix Deutsch. Ich Ali. Halt! Zu spät, Schatz. Er ist weg. Hat diese schreckliche Geschöpfung gemeint. Das klang ein wenig beunruhigend. Pappalapapp! Dieser Fall von Angriffstum, auch in der Niederlage! Wollen es hoffen, mein Lieber, bin gleich. Sieg, Sieg, Sieg! Was ist? Was für eine Menge! Legerlich der Volksauflauf! Die ganze Ebene wimmelt nur so von Lurchen und Schlangen. Immer komm, Mark, liebe Freunde, die Venus ist frei. Oh. Ja. Sagen, es ist heute dann. Ist ein erhebender Augenblick. Was blitz? Und noch ein schlechter Verlierer an Bord! Einen Schraubenschlüssel. Ha, ich bin eben darüber gesprungen. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ja. Wie gut ich doch bin. Und runter, 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 runter. Wie ich da durch die Gegend glitsch. Lustig. Finde ich lustig. Schon wieder ein Bug gefunden, ein Glitch. Was soll das heißen, das Glied im Vulkanfall ja hälftig an Schlangen und Lurche? Tore in der Vielarmigen grenzt ausschließlich an Schlangengebiet. Da versteht es sich wohl von selbst, an wen sie fallen, Amphos. Sie zog einen Dank aus, Schlange! Und unsere Hilfe wärst immer noch die Sklavin der Vielarmigen! Was ist denn da los? Ich
Ich ahne es, Leutnant. Ich ahne es nur zu gut. Scheißen Sie schon wieder. Ach, wenn es doch einmal etwas zugehen, noch einmal anders zugehen könnte. Seht nur, wie viele von sich, von uns sich in der Ebene versammelt haben. Doch fallen Schlangenlurche noch gemeinsam. Wir tragen unsere Führer schon wieder ihren Zank aus. Mein lieber idealistischer Herr, die Dinge ändern sich nur nicht über Nacht. Ja, noch schöner! Sollen wir froh sein, dass seine Obrigkeit über Kampfgeist verfügt? Kann ich da nicht mal runterschauen? Nein. Schöne Waffengefährten sind das. Komm mit, der Krieg vorbei, gönnt sie uns die Beute nicht. Sanden sie schützt die Rechte der Schlangen gegen die gierigen Lurche. Die Lurche, erst reden sie von ihrer Freiheit gemeinsam, dann schachen sie um Land. Um unser Land. Ha, das Land des Feindes. Nach aller Nation teilt sie sich uns auf. Landgierling, Egoisten. Sollten wir schleunigst diesen Ungast die Planeten verlassen, bevor das hier eskaliert. Guter Plan, liebes Wesen. Ich wusste es, man kann Schlangen einfach nicht trauen. Unsere Kräfte auf wie viel haben ihn zu verschwenden. Hätten wir es gleich auf das Schlangengezücht werfen sollen. Sprechst du komisch? Ich wusste es! Ein Krieg mit Schlangen ist unvermeidlich! Sie haben doch die ganze Zeit über genau darauf hingearbeitet, Sie Kriegstreiber. Ihr Fremdlinge mögen ein großes Herz haben, aber hier ist denkbar klein. Fall auf, wie ich gehört hätte, wenn wir längst für einen Kriegszug gegen die Schlangen gerüstet. Sie glauben an Verständigung, hat ihn zu lange davon abgehalten, Vorbereitungen zu treffen. Und glaubt ja nicht, dass ich eure Rolle in diesem schon vergessen werde. Für die Tat allerhöchste Zeit, die Heimhäuser anzutreten. Sei ruhig, hast du das von ihr? Ja, bla 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 bla. Ich spiel mal mich vor hier, Text kenne ich schon. Mach mal Tür auf. Dank dieses Werkzeuges wird ein gleich sein, der Schott zu öffnen. Obacht, liebe Freunde. Na bitte, rein, Spitze. Toll. Schalter. Lustig Schalterrätsel. Ja. Eine Kiste. Die nehme ich doch gleich mal mit. Sie ist eine Kurbelkanone. Findest Balsamöl. Findest ein Schlüssel. Kurbelkanone! Balsamöl. Schlüsselteil. Das war zufällig keine Kanone, oder? Loskarige Waffe mit rotierenden Läufen. Seine Verteidigung sinkt zwar wenig, aber das ist jetzt kein... Ach ja, richtig. Ich erkenne ja gerade die Sinnlosigkeit eines Titanschildes. 66, 84. Das sind 18 mehr. Ich nehme mal die Kanone. Sonst habe ich... Nein, sonst habe ich nichts bekommen. Guten Tag, verehrte Gäste. Ich bin auf Hilfsbereitschaft kalibriert. Was darf ich Sie tun? Was ist das für ein Gewehr? Der Gewieder waren so in Eile, dass sie glatt den Kurierflügel stehen gelassen haben. Na, wenn sie wüssten, wie kompliziert das Tor aufgeht, können sie auch verstehen, warum meine Meister den Flugapparat nicht mitgenommen haben. Flugapparat also? Natürlich, mein Herr, sein Flugdeck. Da steht ein Flugapparat, ich kann den darin nichts Befremdliches erkennen. Du öffnest ihn. Nur zu gern, Herr, bringen Sie einfach nur die Hebel in die Sicherheitsstellung. Hebel! Sicherheitsstellung! Erklären Sie, Kerl! Um Entfernung zu meiden, müssen erst die Sicherungshebel des Flugdecks in ihre korrekte Position gebracht werden, bevor das Tor geöffnet werden darf. Man geht es in einfach voll der wunderbarsten Einfälle. Aha! Da wieder auf vollentwickeltes Vorschriftwesen! Löblich! Na dann, wieder auf die Hebelstellung! Wie mein? Oh, pardon, ich vergaß zu erwähnen, den Code natürlich, nicht selbst zu kennen. Wie wollen Sie denn erkennen, wie Hebel überhaupt richtig gestellt wurden, Herr Dampfmann? Was ist einfach, in der richtigen Kombination rasten plötzlich alle mit einem markanten Laut ein, den ich erkenne. Ja, ergibt natürlich Sinn. Was ist da noch so drin? Findest du einen Greifreißer? Pilotenkleidung, Badekur, ein Schlüsselteil. Greifreißer? Ja, Pilotenkleidung, ja. Ich würde sagen, wir rüsten das erst nochmal weiter aus. Er hat nichts Neues, nein. Greifreißer, wie traut sich noch Pusse zu sein? Wow, das sind gleich nochmal 17 mehr. Kann ich jetzt ein Schild damit tragen? Ja, dann lohnt sich das Titanschild wieder. Kann sie ja nicht benutzen.
Nö, Pilotenkleidung kann auch kein Schwein benutzen. Ach, es ist doch einfach nur herrlich. Moment, Tafel lesen. Hangar. Gerade unten. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche sind damit gemeint? Das könnte jetzt lustig werden. Gerade unten. Moment, ich hab da so eine Theorie. Oben, unten, gerade. Oben. 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 Ober. Unten. Und wieder noch auf gerade. Ah, exzellent. Das soll sich das Tor öffnen lassen. Ja, ich bin so brillant. Man kann es einfach nicht in Worte beschreiben. Mein unglaubliches Unvermögen ist so unglaublich wie auch immer. Sehr wohl, der Herr. Ihr wisst, was ich sagen wollte, ne? Hä? Was bist du? Auf die Fessel. Ach ja. Ich hoffe, es ist alles zur Zufriedenheit, werte Gäste. Moment. Das Tor ist bereits auf, werte Herr. Oh. Herrlicher Blick! Oh. Ich sollte vielleicht mal wieder ganz nach oben gehen, wenn es nach unten nicht mehr weitergeht. Wo kann ich denn hier einsteigen? Ach, da drüben ist die Leiter. Jetzt sich fragt, was das merkwürdige Gefährt erklimmen. Beide Schlüsselteile müssen miteinander verbunden werden. Sehr schön, wir haben unseren Schlüssel. Reingetobt, nach vorn geflitzt. Na dann, auf, ab, alles an Bord! Das ist eine Fliegeruniform, Jung. Ist ja wie von den Kavalleristen gemacht. Schneidig, Schatz. Sie können also einen martialischen Flugapparat bedienen, Herr Leutnant. Gibt nichts, was ein ordentlicher Leutnant der Kavallerie nicht kann! Sieht wild aus damit, finde ich. Kommen Sie doch. Herrlich. Fabelhaft, den Instrumentenpracht. Schatz, kannst du vertrauen? Traust du das wirklich zu? Guck nicht so, ich frag hier nur. Dem Himmel sei Dank und im Sitz liegt eine Gebrauchsanleitung. Ich empfehle Ihnen dringend, da mehr als nur einen flüchtigen Blick hineinzuwerfen, mein Herr. Na, sag mal her! Ah, erstens, Leiter einziehen! Ei, ei, Herr Luftschiffer. Zweitens, Gehäuse schließen! Oho, ich bin der, ich schließe uns ein. Kann es sein, dass ich als einzig etwas besorgt bin? Ich kann einstellen! Finden wir noch mitten im Buchstabengefecht! Hören Sie nun! Entschlossenen Griff! Die Motor entsperrt los! Lose! Klare Anweisung! Handel folgt! Erster Schritt! Schwingen, schlagen! Ja, das wird bestimmt fliegen. Für ein verpasstes Gefähr. Bringen Sie in die Lüfte, mein Lieber. Bei genauer Betrachtung erscheint mir die Toröffnung als etwas zu eng für die Spannweite des Apparates. Schlag, schlag! Schlange und volle Galopp ein! Himmel, ich komme! Das Motto ist wohl gerade zu tragischer Zweideutigkeit. Damit hat doch durchgepasst! Wir fliegen! Ach, schön, das Geräusch dazu noch. Hinauf in den Weltraum mit uns, die Heimat ruft. Das Ding sieht aus, der Wahnsinn. Ich speichere mal auf 2. Ja, über die physikalische Unmöglichkeit dieser Aktion reden wir jetzt mal nicht. Das machen wir ganz fabelhaft, der Leutnant. Gleichheit! Frag mich nur eins! So, nur mal raus mit der Sprache. Was ist dieser Hebel? Dieser? Nein, dieser! Was blitzt? Gefällt mir immer besser! Was sage ich noch, bis wir die Heimat erreicht haben werden? Können wir einfach am unteren Bildschirmrand ablesen, dann ist die aktuelle Position vermerkt. Praktisch schon vorm Schön zugleich. Vorne, sehen Sie nur, was Sie alles in der Welt. Ja. Sablo, auf dem Kongress haben wir den armen Dr. Melis immer verlacht. Hä? Selenyten, mein Lieber. Das gibt's also doch. Das sind lunare Sternenraumbewohner. Du bist anmutig! Will ich ja mal anfügen! Schatz!
Das schwarze Leere füllt allein. Die Grazie Licht der Silberschein. Das ist ein Komma und kein Punkt. Denkt mir schon. Sie sind also auch aufgefallen, dass diese Damen fluoreszieren. Ich will nicht einmal im Traum darauf verfallen, es in solchen Worten zu kleiden. Ja, naja, was soll das alles bedeuten? Raumflitzerei, gute Frage, hier übernehme ich. Hallo Stimme. Kommen zur kleinen Raumflitzerei. Gelegen werden Selenitiden. Weicht ihn unbedingt aus, sie sind sehr zerbrechlich. Weicht überhaupt allem aus, was ihr sonst noch entgegenjagen könnt. Oder nutzt eine Bordkanone, um euren Weg zu bahnen. Per Ende. Bordkanone! Jetzt interessant! Ja, Bordkanone. Ihr könnt euch Hindernissen aus dem Weg schießen und bekommt sogar Punkte dafür. Als sie nicht auf die Selenitiden. Einige Dinge, die herumschwören, sind nicht mit einem einzelnen Schuss zerstören. Also bleibt wachsam. Alles klar? Dann Achtung, es geht los. 50 Punkte. Ich habe irgendwie erwartet, dass das mehr bringt als 10, weil ich zwei Schüsse brauchte. Ist es nicht so anspruchsvoll? Noch nicht. Ich bin noch nicht daheim. Aber wie immer bei solchen Scrollern ist es immer vorteilhaft, möglichst weit hinten zu bleiben. Man hat einfach mehr Raum zum Ausweichen. Ah, ja, das war gut. Der war gut, der war echt gut. Also da kann man echt nichts sagen. Das war echt schlau, also. Aber mal so richtig. Boah, wie ich das Treffersystem vom PG Maker hasse, also von Eltern vor allem. Bei XP geht's ja noch, aber... Beziehungsweise wenn es gut gemacht ist, aber... Älteren einfach grausam. Deswegen habe ich auch Dreamland die durchgespielt, was ich glaube ich schon mal erwähnt habe irgendwann. Weiß gar nicht, ob ich das in diesem Let's Play oder im letzten gemacht habe. Ich fliege sicher ganz oben hin. Ja, das ist jetzt unglaublich actiongeladen. Schau dir an, dieser Selenitin. Oh, ich bin der Weiner, wir sind durch. 27 Punkte erzielt. Du hältst 27 Erfahrungspunkte. Kann ja mal 10. Hätten auch 77 sein können, naja. Achtung, was er kommt naht! Wie? Ach ja, der Mond. Den weichen Sie lieber aus, Leutnant. Ach, wieso denn? Tja, der Mond. Kosmischen Bund mit der Erde vereint, umkreist einander schon seit Äonen. Ach, welche musische Kraft strahlst du doch aus. Herr Leon, soll mal die Fenster aus betrachten! Weiter! Sind gar nicht neugierig auf die Geheimnisse des Erdverbanden. Aus, Herr Professor, wir wollen noch nach Hause. Wir werden hörnerlei Abstecher machen, einlegen. Schade, weiß, ob wir noch einmal die Gelegenheit zu halten. Ich bin nur froh, wenn ich wieder heimatlichen Boden an den Füßen habe. Weil es jetzt der Raumflug hat mich doch sehr verwirrt. Verwirrt? Was meinen Sie, Teuste? Was nützen Schwingen all? Sollen wir in der Leere Welt auf Schussgeräusche? Also das wäre. Ich frage mich eher, woher eigentlich die aufregende Musik kommt. Sie ist gestanden! Einstellen! Steil nun näher den Flug! Oh ihr Götter, lasst uns wenigstens einmal ohne Bruchlandung auf einem Planeten herniederfahren. Wo ist denn? Haben Sie etwas Vertrauen in unseren Leutnant? Ich finde, er macht es ganz famos. Na, wo steckt es denn? Sag mal, Schatz, was machst du eigentlich? Das Kapitel Landung im Handbuch nicht finden! Meine Güte, improvisieren Sie eben einen Weg, mein Lieber. Improvisation? Können wir bei einem der Forschungslager arbeiten? Und das heißt? Dauere, alle Unmöglichen kriegen zu können! Gut, gütiger. Himmels Willen. Weiß gar nicht, warum sich alle aufregen. Mir war das von Anfang an klar. Ja. Ach, komm. Die Stadt zählt nur. Das ist wahr. Mars bekriegt uns mit all seiner Macht. Kommen wir etwa zu spät? Kommen wir jetzt erst einmal hinunter! Festhalten! Ah, perfekt. Wo sind wir? Ist das ein böser Spuk? Kein Spuk, lieber Freund. Das alte Flussuferviertel oder das, was von ihm übrig geblieben ist.
habe ja als Kind gespielt. Alte Häuser auf grünen Wiesen, zwischen hohen Bäumen. Und nun ist ein Trümmerfeld. Hör's mal! Hast du Wasser? Du Liebste, wir gehen in den Altraum zurück. Das war euer Land, Teufchen! Oh, meine Stimme geht wieder auf. Es ich, ach. Will jetzt nur so gerne etwas für dich sagen, aber... Hab mir aber fest. Ganz fest. Wir sehen es mir aber gefühllos dringend nach. Ich bin immer noch bis zum Bad, enden im Wasser. Warte, weigen Sie von mir. War schon Platz. Ja, Sie können natürlich nur an diesen Punkt raus, ist klar. Ist total logisch, weil... Ne? Wurde im Nu zerbrochen, was in Jahren Nu wuchs, ist ein Bild des Jammers. Schwimmt eine Tür, kann ich die nicht mit... Ist das eine Tür? Ist etwa... Tod! Frag mich, wer so Alice ist, um auf Zivilisten anzuschlagen! Das Ausmann, Tragödie, mag sie hier nur ein Eigen haben, dass ich einmal Zeit fand, den Arm mal anständig zu begraben, deswegen unsinnwürdig bestatten. Einverstanden. Jetzt tut es XP, EXP. Für Pietät selbst im größten Elend. Einem unbekannten Fremden. Und wieder 25 Fahrungspunkte eingesackt. Haha. So. Nichts drin. Nichts entdecken! So, großes Loch mit Wandstümpfe übrig! Vollständige Skelettierung in so kurzer Zeit. Das wird unglücklich nur widerfahren sein. Was willst? Hätte nie gedacht, dass eine glühende Armee an meinem Gegner liegen könnte! Bei Tode, Fische, Leichenstelle sind wir hier. Als Leinisch sind sie hier überfordert. Schön, wie das Fenster noch so unkaputt ist. Da ist ein riesen Loch drin, aber das Fenster ist ganz geblieben. Also das linke jetzt. Interessant. Das ist doch! Was ist nur noch? Was ist dir? Was ist dir nur? Was ist dir nur, Liebste? Kann man das so schreiben? Das siehst du doch selbst! Wie habe ich denen gesprochen? Sie, Leutnant? Hier? Melde mich zurück! Das ist denn nicht eine Überraschung? Hier unten hat inzwischen niemand mehr einen Pfifferling auf sie gegeben. Aber wie Sie sehen, haben wir auch unsere eigenen Sorgen gehabt. Herr Schwierig Krieg, Herr von Schleicher? Fragen Sie doch im Angesicht dessen, das fragen vor allem Sie. Darf man denn bitte schnell das verstehen? Aha! Der Aufrührer persönlich! Aufrührer! Stillgestanden, Leute.